Vollweg. So, gut. Aufgepasst jetzt beim nächsten Tor. Dieser Ansatz. Ja, sauber zirkt er schon an meinem Außenski gleich in die Position. Gut mitgehen da drüber. Schön. Super. Gut. So, passt schon. So. Was macht er? Ja. Gute Richtung macht er. Oh, oh. Gut, toll. Passt schon. Super. Gut. Das nehmen wir. Ja, weißt, Gefühl hat er für den Schnee. Anfahrt einmal direkter gemacht und das macht sich gleich einmal bezahlt. Aber er hat dann recht lang nachdrücken müssen über den Sprung. Hat die Richtung nicht ganz gehabt. Schauen wir, das bleibt von der ersten Bestzeit oben. Hey Floyd, viel Glück! Passt. Lenkt er sich am Innenski. Was war los? Er hat keinen Gegendruck aufbauen können am Dollski. Und drum den Oberkörper eingegangen. Es passt in der Schwungansatz nicht. Das Timing, das zweite Mal dort nicht gepasst und jetzt kriegt er voll eine drauf, leider. Was, das ist eine Sache. Da gehst du hin mit dem Oberkörper. Im vollen Bewusstsein, dass der Außenski sofort greift und das ist ihm zweimal hintereinander und jetzt das dritte Mal nicht hundertprozentig gelungen. Das heißt, er ist irgendwo mit dem Gedanken, mit der Bewegung einen Schritt voraus. Zeit oben. Oh, da macht er sehr viel Richtung. Da ist er dann natürlich jetzt weg vom Tor. Ist es schnell oder nicht? Ah, leider nicht. Okay, vergessen wir mal Carlo Janka vorläufig. Der scheint derzeit noch außer Reichweite. Auch den zweiten Sprung war er super dann eigentlich voll zu direkt. Er kämpft, er probiert wirklich. Tempo, Speed, okay. Ist okay. Aufschlussreich dann schon diese Zwischenzeit hier. Rückstand über. Messer, wenn man gerade doch, das war direkt, hat dann den Schwung leider nicht durchgezogen.